Der alte Gott und seine Kinder rangen nieder, was niemals sein durfte. In seinem letzten Kampf spie Bahamut, der erste und letzte, der älteste und größte Schrecken der Meere, seine Brut zu Abertausenden aus, um Efferts Reich auf Dereheim zu suchen und zu verderben und die Leiber und Seelen der tapferen Seefahrer und frömmigen Gläubigen zu verschlingen. Was, wenn er sich befreit und erwacht, um seine Schrecken um sich zu scharen? Aus einer Abschrift des Delphin-Manuskripts, Heilige Schrift der Effertkirche, Datum und Autor unbekannt. Die Echsen? Sie sind nicht besiegt. Sie haben sich bloß gehäutet. Wir wohnen in ihren Städten. Wir weben ihre Zauber, verehren ihre Götter. Sie sind in unseren Köpfen, in unseren Körpern. Später Nachmittag am 22. Praios. Ihr habt mit vielen Bewerbern gesprochen und bereits im Vorfeld aussortiert. Weitere sollen nun folgen und die Mannschaft wird so auf Herz und Nieren getestet. Einige Meilen vor der aranischen Küste seid ihr auf den Laich eines Homerias getroffen. Erst vor kurzem habt ihr einen dieser gigantischen Monster in Ilso besiegt, diese jedoch waren noch in der Wachstumsphase. Ihr konntet so der Küste viel Leid ersparen, denn sollten sie je schlüpfen, würden sie viel Chaos bringen. Der Laich selbst, rote, durchsichtige Eier, kommt nach Haswulf wohl aus dem verfluchten Janka. Dort soll der Schrecken der Meere, ein gewaltiger Malmer, Schiffe wie Spielzeuge zerdrücken. Doch dies ist nicht Prüfung genug. Bevor ihr den Hafen wieder anlauft, wirft Jalan eine Brandgranate, die das Schiff Feuer fangen lässt. Boltax ruft Wasser ans Unterdeck und Seeleute werden hart gefordert. So beginnen wir. Und ihr könnt erkennen, wie jetzt die Trollzacker, wie irre, durch Meeresangst gepackt, auf das Deck stürmen und sämtliche Löscharbeiten erschweren. König! König! Wassergiftig! Nein. Dann schafft es aus dem Schiff! Raffi, bring deine Leute unter Kontrolle! Meine Fresse, jetzt haltet alle die Schnauze und geht da vorne hin! Alan Warner, sorg mal dafür, dass das Schiff nicht überflutet. Wieso ist Wasser im Schiff? Idioten. Jalan hat gesagt, ich soll das Wasser ins Schiff bringen. Dass ihr wohl die Pumpe bedient! Ja, Raffin würde jetzt mal versuchen, die Trollzacker zusammenzupfeifen. Näher, herkommen! Alle zu mir! Ja, die Alan Warner kümmern sich drum. Kümmert euch drum, verdammt. Bezahle ich euch fürs Daumenlutschen oder was? Könnte jemand dieses Feuer löschen? Nun? Ja. Alles ja, Jalan steht irgendwo unten, vermutlich zwischen den Mannschaften und versucht sie so ein bisschen zu sortieren. Packt irgendwie gerade einen der Seeschüler und stellt ihn zu einem anderen, damit die ihren Eimer hochheben können. Ihr Fünfter, bringt Sand herbei und löscht das Feuer. Wir laufen. Was ist das mit den Segeln? Die können wir nicht mit Sand löschen. Schneid sie ab. Ja, derweil ganz zu sehen, wie wohl die Piraten, die eigentlich auf dem hinteren Deck waren und auch vor allem auf den hinteren Segeln, sich jetzt wohl über die Seile heranhangeln und während die Torwaller gerade nicht wirklich in Panik sind, aber sie können sich einfach nicht mit diesen großen Segeln aus, sondern eher nur mit diesen Drachensegeln. Die Piraten sind da allerdings ziemlich agil und schneiden dann auch mit ihren Säbeln tatsächlich die Brandstücke raus, lassen sich auch nicht irritieren, dass Teile des Feuers in einem Stillstand begriffen sind und durch Zauberhand niedergehalten werden. Bützen, macht euch nützlich, packt euch einen Eimer und holt das Wasser aus dem Bug. Ja, Jalan, während du gerade im unteren Deck versuchst, die Mannschaft... Nicht im Unterdeck, sondern auf dem Hauptdeck, nur halt okay, gut, unten, ja, nicht oben bei den... Du kannst sehen, wie Lahalkash, wo auch immer der jetzt herkommt, aus der, ja tatsächlich da, wo er hingehört,
aus der Werkstatt herausläuft, hat wohl einen großen Schlauch, den er gerade in das Unterdeck reinhält und dann durch diese Gitter nach unten prügelt fast. Und da tatsächlich auch versucht, sowas wie eine Pumpe mit einem großen Schlauch in Gang zu bringen. Na bitte, wenigstens einer von euch denkt mit. Ihr da, helft ihm verdammt nochmal! Schlauch wird eingenommen! Blickt dann hoch in den Kreuzmast. Seht ihr? Die tun, was sie sollen! Übernehmt euch, als hättet ihr noch nie ein Feuerchen gesehen! Auffällig wird sein, dass er dann halt selbst nichts tut, denn Feuerlöschen ist man da nicht so leicht drin. Also er könnte halt einen Eimer hochheben, aber Wasser werfen ist damit schon nicht mehr drin. Von daher steht er halt hier zwischen und plärt die Mannschaft an. Ja, du kannst sehen, wie Hasswolf auf dich zukommt und dich ziemlich energisch gegen die Reling drückt. Wenn du die Löscharbeiten noch einmal erschwerst oder noch eine weitere Bandbombe wirfst, du wirst wissen, was passiert. Ist zur Kenntnis genommen. Wir sprechen danach. Sieh zu, dass du nicht Pumper kommst. Drück dich nochmal grob gegen die Reling, sodass du dich mit einer Hand noch festklammern musst. Hast kurz das Gleichgewicht verloren, aber kannst dich dann mit Hasswolfs Hilfe auch wieder zurückkämpfen, während er dann nach oben klettert, die Reling nach oben und in den Segeln verschwindet. Ach, Effert verflucht noch eins. Ja, wir wollen die anderen helfen. Einfach nur kommandieren, selber löschen. Ja, ich nehme mir selbst auch einen Eimer mit den Schützen zusammen und während die Pumpe da aktiv ist, um effektiv Wasser aus dem Schiff zu schütten. Gut, würfel mal eine Mechanikprobe, um die Pumpe zu bedienen. Damit bist zumindest du irgendwie nützlich. Und Rafim kann mal eine Kriegskunstprobe würfeln, um seine Trollzacker so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Es ist ja schwer, um den Aberglaube, also die Meeresangst, auf alle um 8 Punkte. Ich würde gerne auch versuchen, die Trollzacker zu beruhigen. Immerhin gehöre ich zu ihrem Stamm und ja. Ich kenne mich mit der Meeresangst aus, denn ich habe sie überwunden. Du bist ein Schochsuli. Genau. Also eine Heilkundeseele gerne. Ja, gerne. Hilft Seegefechte oder nicht? Es ist kein Seegefecht. Mehr. Okay. Ja, weil das der aktuelle Nachteil ist, Meeresangst. Ist klar, ja. Also Angst vor salzigem Wasser vor allem. Ja, habe ich nicht geschafft. Jetzt bewegt euch in eine verdammte Reihe! Ja, das ist schlimm. Aufstellung nehmen! Aber so schlimm ist es auch nicht. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Ich bin ja an eurer Seite. Und wenn wirklich was passiert, dann rette ich euch schon. Oh, ich muss jetzt nicht... Nein. Ja, Gornach hebt dich so ein bisschen hoch. Boltax, bevor wir sterben, schneid ihr noch in kleine Teile ganz langsam. Nein, jetzt beruhige dich, wir sterben nicht. Bevor wir sterben... Da lasse ich mir schon was einfallen. Jetzt ganz ruhig. Mach, was der König gesagt hat. Na, Gornach. Formation einnehmen, Aufstellung. Habt ihr gehört? Trag brüllt über das gesamte Deck und einige teilweise, ja, die Vollmatrosen der Muakiji Marasna, die werden sich dann wohl ebenso dazu stellen, weil sie nicht ganz wissen, also... Gehören wir jetzt dazu? Sind wir gemeint oder nicht? Die Dukatengardisten werden auf alle Fälle dann im Unterdeck kommandieren und dann die Matrosen, die mit dem Löschen und vor allem auch mit dem Auspumpen beschäftigt sind, dann so ein bisschen weiter unterstützen. Ja, nach ungefähr einer halben Stunde habt ihr die größeren Sachen aus dem Unterdeck, also das Wasser, abgepumpt und gab ja keine richtige Leckage oder sowas, sondern einfach nur das, was da abgeregnet worden ist. Und auch das brennende Deck, vor allem wo es dann durch den Granateneinschlag beschädigt war, konnte wieder gelöscht werden. Und auch die Segel sind Großteil rausgeschnitten und dann ins Wasser geworfen worden. So steht ihr immer noch treibend im Wasser. Irgendwo neben euch, einige hundert Meter entfernt, kann man noch die rote Laichspur erkennen und die teilweise nach unten gesunkene Numeria. Und könnt euch umblicken. Ich habe mich mittlerweile vermutlich auch wieder zu Abel mir hoch aufs Hüttendeck gekämpft. Nun, was denkt ihr? Naja, es bessert sich, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen neue Segel setzen. Dann können eure Segelmacher ja zeigen, wie sie im Mast wie sie im Mast unterwegs sind. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber ich habe mir von gestandenen Seemännern etwas mehr erwartet. Nun, was denkt ihr, wer wird sich eignen als Bootsmann von den Leuten hier? Hasswolf holt die Treppe nach oben und blickt euch finster an. Alle in die Kapitänskajüte, Offiziersmesse, jetzt! Ihr gebt jetzt die Kommandos, oder was? Offiziersbesprechung, und das will ich nicht auf dem Achterdeck.
Wenn ich rumschreie, wird wenigstens durch das Holz gedämpft. Ich fragte euch, gibt ihr das Kommando jetzt hier oder was? Ich bin der erste Kaplan und ich habe eine Offiziersbesprechung angesetzt. Also es ist, ja. Es ist nicht an euch, eine Offiziersbesprechung anzusetzen. Dann setzt du sie an, verdammt. Na und kommt. Bevor wir diesen Streit hier vor aller Augen erörtern, kommt mit. Genau deswegen sag ich das doch. Ja, ich würde auf dem Weg nach unten Alan Fahner das Oberdeck freimachen. Jawohl. Du da, hat das Steuer gerade, bis der Captain wieder da ist. Ja, das kann ich ja machen. Also nur halten, ne? Nur festhalten. Abmond, raus aus der Offizierskajüte! Ja, Wilbur guckt sich ein bisschen erstaunt an, wird dann versuchen, noch kurz zu diskutieren, aber Haswolf schickt ihn raus. Für dieses. Doch. Nun, das war ja nicht so erfolgreich. Alltag, du bist tropfend nass. Ja, und? Wenn ich mal fragen darf, wieso genau ist unser Schiff leckgeschlagen? Und das Schiff hat kein Leck. Ja, ich habe das Wasser herbeigerufen. Weil Jan anders wollte. Er hat gesagt, Holtax, könntest du dich vielleicht darum kümmern, dass in 15 oder 20 Drehungen Wasser ins Schiff kommt. Und dann habe ich gesagt, ach Jan, das ist überhaupt kein Problem. Das Ruhe mache jetzt! Ich. Ja? Aber mir, du bist der Kapitän. Das scheint dir hin und wieder zu vergessen, Haswolf. Wer ist der erste Offizier? Sag es mir. Jalan. Warum? Sag mir warum, verdammt! Ich muss keine Begründung für diesen... Ist absolut unfähig. Stell ihn an Steuer oder mache was anderes mit ihm, aber die Leute befehligen, verdammt, da liegt irgendwie Leich von Numerian und das Erste, was er sagt, ist, dass die Rotzen klar gemacht werden sollen. Er wirft mit Granaten auf das eigene Schiff, während wir auf Hochsee in der blutigen See sind. Beruhigt euch erst. Dann reden wir weiter. Würde ich ihn nicht kennen, würde ich ihn sofort hinrichten lassen. Die Granate kam von uns. Die Granate kam nicht von uns, sondern von ihm. Denkt ihr, sie kam, senkt ihr sie viel aus dem Himmel? Wir haben Pulver auf dem Schiff. Wir haben Pulver im Magazin, nicht auf dem Oberdeck. Nun, da kurz davor die Rotzen klar gemacht wurden zum Schießen, hatten wir es auf dem Unterdeck. Feuer an Bord ist eins der gefährlichsten Dinge, die es überhaupt gibt. Das hat nichts damit anzufangen. Wir haben eine der gefährlichsten Dinge der Welt vor. Und entsprechend ist es wichtig, Haswolf, dass wir vorher wissen, wie die Mannschaft darauf reagiert und es nicht erst hinterher am laufenden Band herausfinden. Dann klettern doch in die Säge, um herauszufinden, wie die Matrosen drauf sind. Also, vielleicht beruhigen wir uns jetzt ja alle mal wieder ein bisschen. Wir haben es ja überstanden, nicht wahr? Mit einem blauen Auge gewissermaßen. Also, nächstes Mal, Jalan, wirst du keine Granatapfel aufs Deck. Es gibt kein nächstes Mal. Stell ihn ans Steuer, das ist das Einzige, was er kann, aber als ersten Off will ich ihn nicht haben. Also, wenn du mich nochmal in Frage stellst, kannst du das mit dem Schwert in der Hand wiederholen. Es liegt nicht an euch zu entscheiden, wie er es offiziell ist. Das ist meine Aufgabe. Habt ihr das verstanden? Das habe ich sehr wohl verstanden. Dann stellt meine Entscheidung nicht in Frage. Habt ihr das verstanden? Ich bin der Kaplan an Bord. Habt ihr das verstanden? Ich habe das verstanden. Ja oder nein? Hier kommt eine klare Empfehlung. Setz ihn ab. Wählt ihr in Zukunft meine Entscheidung in Frage stellen? Wenn ich euch unverzüglich an Land setze, ist das klar. Ich springe auch über Wasser, du Arsch. Ich habe gefragt, ob das klar ist. Benutzt sie, dabei deutet er auf Zulamin oder auf ihn. Ich frage ein letztes Mal, ist das klar oder müssen wir uns einen neuen Kaplan suchen? Es wird keinen neuen Kaplan geben. Ich werde allen davon berichten, dass euer erster Offizier sein Schiff in Brand steckt. Und ich werde bei der Effertkirche oder bei wem auch immer eure Befähigung als Kaplan in Frage stellen. Ihr verweigert euch dem Befehl eines Kapitäns an zur See. Ihr betreibt offen Meuterei. Das ist keine Meuterei. Das ist Meuterei. Nö. Ich begehre nicht gegen den Kapitän auf, sondern ich stelle den ersten Offizier und seine Fähigkeit in Frage. Meine Entscheidung in Frage. Der Ton macht die Musik, Haswolf. Wir schätzen eure ehrliche Meinung,
Und ich denke, es war auch eine gute Entscheidung, dies hier unten besprechen zu wollen, statt an Deck. Dennoch könntet ihr deutlich weniger herumschreien. Und dann würde der Kapitän euch sicherlich auch eher sein Ohr schenken. Liebster Abel mir, liebste Zolamin. Ich bin der Meinung, dass Jarlan kein bisschen geeignet ist. Seht ihr, das klang viel freundlicher. Er hat mich einiges an Überwindung gekostet. Kapitän hat das entschieden. Kapitän sagt, wir machen das so. Also machen wir das so. Ist doch jetzt nicht so schwierig, oder? Das kann dir gefallen, das kann dir nicht gefallen. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Wenn der Kapitän sagt, wir machen das so, dann machen wir das so. Ich weiß nicht, woher ihr herkommt, Kaplan. Aber das hier ist keine Torwalsche Otter. Wir sind auf einem Kriegsschiff und hier hat die Befehlskette zu gelten. Wir mögen nicht bei der Westmeerflotte sein, aber trotzdem hat die Ordnung zu herrschen. Also solange sich keiner von den beiden offen zum Paktierertum bekennt oder ähnliches, haben die beiden ihr das Sagen. Ich werde das im Auge behalten. Das ist euer gutes Recht. Rafim, ich schätze dich als Krieger, ja. Ich kenne dich nicht. Die anderen beiden kenne ich. Mit Jarlan und mit Abelmir habe ich schon gedient. Aber wenn das hier untergeht, ich kann schwimmen. Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob du es ans Festland schaffst. Ich bin um dein Wohl besorgt und um das der Mannschaft. Wir haben hier über 100 Seelen an Bord, für die ich verantwortlich bin. Ich als Kaplan bin für 100 Seelen verantwortlich. Ich freue mich, dass ihr euch dessen so bewusst seid. Zolamin, auch du bist Geweihter. Auch du bist zwar nicht direkt dafür verantwortlich, aber am Ende wird irgendjemand die Frage stellen, warum dieses Schiff mitten auf hoher See angefangen hat zu brennen. Und dann Ich bin für das Seelenheil der Leute zuständig. Nicht dafür, dass dieses Schiff gut gesteuert wird. Ja, dann hör am besten auf meinen Ratschlag und auf meine Einschätzung. Wir haben deine Empfehlung gehört und vernommen. Und was das angeht, dass es kein zweites Mal geben wird, ich denke nicht, dass ein zweites Mal notwendig sein wird. Oder? Wie sieht es aus? Ist die Mannschaft tauglich? Ich sehe jetzt mal so in die Runde. Schmeiß die Torwale raus. So bitter ich das auch als Torwale sagen muss, aber die gehören auf eine Rotte. Ich kann es kaum glauben, aber ich stimme Hasswolf zu. Die Torwale sind ein Pulverfass. Selbst wenn wir die Horasia, und ich empfehle auch diese, wieder an Land zu setzen, nicht mitnehmen. Was ist das für eine Einschätzung? Wieso die Horasia? Weil die Horasia unglücklich sind. Merkt ihr es nicht? Dass sie mit Piraten dienen müssen? Ja, hauptsächlich. Und ich glaube, ihnen gefallen auch die ganzen Alanfahne auf dem Schiff nicht. Und mein feindseliger Humor. Ich denke, sie sind vor allem allein schon deshalb unglücklich, weil dieses erzhorasische Kriegsschiff jetzt von einer gemischten Mannschaft bedient werden soll. Ich denke, es verletzt in ihrem Nationalstolz. Abel mir kann uns das sicherlich erklären, aber dafür ist jetzt wohl nicht die Zeit. Aber wir können nicht ganz auf die Piraten verzichten, oder? Ich will nur anmerken, dass die Horasia zumindest fähig sind. Was also sind sie? Handwerklich. Ja. Handwerklich sind sie geschickt, aber wenn die Moral leidet, dann musst du das erkennen, Zolamin. Sie sind fähig, aber nicht mit ganzem Herzen dabei. Und wir brauchen sie. Wir brauchen ihr Herzen, ihre Überzeugung, damit diese Mission gelingt. Ich werde dir nicht nachtrauern, keine Sorge. Was ist mit diesen bunten Vögeln? Den Maraskanern? Verstehen die was von ihrem Handwerk? Das sind doch Idioten. Solange wir sie im Kreuzsegel lassen, sollten sie in Ordnung sein. Ja, aber die sollten nicht die Letzten sein, wie wir am Ende noch haben. So gut sind die nicht. Die sind ganz okay. Übrigens, was diese Schiffsjungen, diese Seeschüler angeht. Ich habe schon Seeschüler gesehen. Das sind die nicht. Nee, die sind richtig scheiße. Natürlich nicht. Also fangen wir bei null an. Kriegt ihr nie wieder Matrosen. Nein, ich möchte jede Erfahrtkirche einsetzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eine fexverfluchte Dreistigkeit ist, den 1,5 Matrosengehalt zu bezahlen. Sie werden lernen. Ich habe eher ein schlechtes Gefühl dabei, Kinder der Gefahr auszusetzen, in die wir uns begeben werden. Nun, aber so ist es seit jeher. Die Matrosen müssen lernen, an Bord eines Schiffes zu navigieren,
setzt sie als Laufburschen ein, als Kartenjungen, sollen sie das Dreck schrubben, aber das ist ihre Aufgabe. Mal sehen, wenn Erwachsene mal nicht an Land zu laminen. Mal sehen, wenn Erwachsene Mast. Was sie als erstes lernen müssen, sind Befehle richtig zu überbringen. Das können die noch nicht. Wir pflücken uns ein oder zwei von denen heraus, die, sagen wir, am verständlichsten sind. Ja, die haben allgemein viel Panik. Ich glaube, die waren, wenn überhaupt, erst einmal wirklich unterwegs und noch nie auf so einem großen Schiff. Boah. Und gerade hatten selbst die Trollzacker Panik, da ist es wohl verzeihlich. Vielleicht. Was ist damit eigentlich los, Nafim? Giftig? Naja, die Trollzacker haben wohl Angst vor Wasser, aber schwimmen können sie, frag mich nicht. Du hast deinen Stamm aus den Bergen, der Angst vor Wasser hat, auf ein Schiff gebracht. Naja. Versteh mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar über die Schlagkraft, aber ist dies in deiner Position als König wirklich vertretbar? Naja, die Männer wollen kämpfen. Und was ich sagen will, ist, Rafim, ich möchte nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, sie könnten einen neuen König brauchen. Naja, das kann immer passieren, aber dann muss Rafim erstmal umgehauen werden. Ja, denke ich auch. Einer von ihnen meinte, Trak würde schon trainieren, aber das hat mir jetzt keine Sorgen gemacht. Wie ist das bei diesem Volk? Eben. Können die euch fordern, wenn ihr, ich weiß nicht, nach einem Seegefecht in den Seilen hängt oder so? Nein, das würden sie nicht machen. Er könnte das im Prinzip schon machen, ja, aber ich glaube nicht, dass er es tun würde. Das wäre ziemlich blutlos, Janan. Klar, dass dieser Vorschlag von dir kommt. Ich werde auf Trak ein Auge haben. Naja, also, Jalan, fass das jetzt nicht falsch auf, aber der nimmt dich mit der linken Hand und haut dir mit dem rechten die Zähne aus der Fresse. Ich sagte, ich werde ein Auge auf ihn haben, nicht? Ich werde mich vor dich stellen, wenn er soweit ist. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Ansonsten, die Alanfana, bin durch und durch zufrieden. Wir sind sehr organisiert, das muss man ihnen lassen. Wenig gesprächig. Ja, ich habe schon mal einen kleinen Wachplan hier ausgearbeitet. Ihr seht das ja hier, Abelmir hat ja das Schiff mal hier aufgezeichnet. Ich habe hauptsächlich das Oberdeck und die unteren Kabinen bewachen lassen. Rafim Diamantis, ihr seid Alanfana. Wir können ihnen trauen, solange wir sie bezahlen, ja? Was ist mit dem Engrim-Geweihten? Er hat gesagt, dass ihr keinen Bock auf den habt. Er ist nicht hier. Klar, er hat doch eben das Schiff ausgepumpt, Mann. Ich wollte eben fragen, was er da getrieben hat. Zulamini, hat gesagt, er wäre nicht mehr hier. Das hatte ich nicht gesagt. Er war die ganze Zeit in der Werkstatt. Ja, er hat sich häuslich eingerichtet, anstatt wie die anderen Geweihten zu warten, bis ich ihn sprechen möchte. Sie ist in der Werkstatt verschwunden und kam daraus nie wieder raus. Aber war er jetzt gerade hilfreich? Er war der Einzige, der hilfreich war, nachdem Voltax diese Wasserbombe gezündet hat. Ja, ich hätte das Wasser auch wieder entsorgen können, aber das war ja nicht Sinn der Übung. Die Pumpe war schnell aufgebaut, er war sehr hilfreich. Wo war Angrosminia bei der ganzen Sache? Ja, das Deck gegen Feuer abgeschirmt. Richtig. Außerdem müssen wir mit einem zart beseiteten Geschöpf wie ihr auch besonders umgehen. Es ist ja so, dass sie nun mal eine von meinem Volk ist und wir mögen das Wasser nicht so sehr. Also, ich habe eine Frage an den Kapitän. Stellt sie. Wo war denn da eins Ohr, als es gebrannt hat? Was hat er denn getan? Auf dem Deck, du Nase! Was rumgestanden, gepopelt oder was mit deiner letzten Hand? Ich hab die Mannschaft organisiert, hastvoll, verdammt nochmal! Bevor wir so unfreundlich unterbrochen wurden, die Männer wurden mir von meinem Großmeister geschickt. Ich denke, man kann ihnen vertrauen. Wenn ich tot sein sollte, würde ich ihnen nicht mehr vertrauen. Natürlich kann man Alanfana vertrauen. Sie scheinen zumindest von der Kampfkraft her die kompetentesten hier auf dem Schiff zu sein. Ja, aber sie werden trotzdem treu der Heimat dienen und wenn ich nicht mehr hier bin, weiß ich nicht, ob das gut für euch ist. Dann würde ich sie relativ schnell loswerden. Rafim, wenn du fällst, liegen wir alle schon auf dem Meeresgrund. Naja, ich denke auch, dass sie tot sein werden, bevor ich tot bin, aber ich wollte euch warnen. Wir werden das beherzigen. Gut. Bei den Trollzackern würde ich das übrigens ähnlich handhaben. Naja, ich bin ja auch noch da und als ihr Schamane habe ich ja auch gewissen Einfluss. Sie haben ganz schön Bammel vor Geistern. Ja, aber wenn du neuer König werden willst, musst du Trak schon umprügeln, Voltax und... Nein, ich will König werden. Ach, Rafim, ich bitte dich. Aber
Mein Wort hat viel Gewicht bei ihnen, das meine ich nur. Und wenn ich sage, die Geister wollen nicht, dass sie das Schiff auseinandernehmen, dann machen die das auch nicht. Ja, aber die sind schwer zu beruhigen, sagen wir es so, sagen wir es so. Ja, das ist richtig. Also die Söldner sind in Ordnung, eure Mittelreiche sind in Ordnung. Wir brauchen einen nicht Steuermann. Naja, ich wollte eigentlich richtig. Eine 1-Ohren-Steuer stellen, weil wir noch keinen ordentlichen haben, aber spätestens, wenn Aviander sich in Zukunft um die Katzen kümmert, dann brauchen wir jemanden, der uns auch wieder in den Hafen reinfährt. Denn so wie ich das aktuell einschätze, haben wir keinen, der uns in den Hafen reinsteuert. Ja, ich weiß nicht, was ihr immer mit Aviander und den Katzen habt. Aviander ist unsere Navigatorin und hat wichtigere Aufgaben. 1-Ohr-Jarland, traut ihr euch das zu? Selbstverständlich. Wenn ein bisschen Sturm kommt, muss mir vielleicht jemand zur Hand gehen. Oder ich brauche einen Hebel oder so. Ich würde Hilfe gewährt werden. Im Sturm braucht man keinen Steuermann. Das ist ja totaler Unfug. Punkt ist jedenfalls, wir werden uns an Land nochmal umsehen. Es hat sich niemand gemeldet, aber das heißt nicht, dass es in Zaugmann keine gibt. Hasswolf, ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr werdet euch um die Schiffsjungen kümmern. Organisiert sie. Stellt ihnen 4 Lehrer und den Vollmatros zur Verfügung. Beurteilt sie nach ihren Fähigkeiten und teilt sie dementsprechend ein. 6 Schrubben. Sie sollen mehr als 6 Schrubben, sie sollen Matrosen werden. Wir haben 3 Jahre Zeit, Mann. Beurteilt sie. Teilt sie ein. Ich sag erstmal den Piraten, dass sie sowas wie einen Mannschaftssprecher wählen sollen. Und sich zusammenschließen. Wird sie, glaube ich, auch freuen, dass das jetzt Piratenschiff ist. Mein Herr, ich möchte anmerken, dass wir uns während dieses Gesprächs 2 Punkte nach Steuermord gedreht haben. Wir sollten wieder an Deck gehen. Wir haben noch nicht über die Geweihten gesprochen. Wenn ihr sagt, der Ingerim-Geweihte habe sich ganz gut angestellt, dann würde ich vielleicht noch mit ihm reden und ihm anbieten, uns bei den Reparaturen das am Schiff zu unterstützen, solange wir noch im Hafen liegen. Auch wenn wir ihn nicht mitnehmen wollen. Warum wollen wir ihn denn jetzt nicht mitnehmen? Weil er unverschämt ist. Ja, er war zu einem Gespräch geladen und war nicht da. Aber außerdem sagte man mir, unser Geld wäre knapp und wir haben schon an Groschminia. Es klopft an der Tür. Also, rein. Aber hallo. Ihr könnt sehen, wie sich das Gesicht von Canesetiana mit der Seehilfe reinschiebt und euch so ein bisschen mitleidig anblickt. Ich wollte fragen, ob ich eure Tagebücher... Raus! Es klackt wieder. Also... Wir sollten ihm endlich mal eines zum Lesen geben, dann wird er die Schnauze halten. Ich finde, Unverschämtheit ist jetzt noch kein Grund, wieso jemand, der fähig Molters, ist, unbedingt... Wir brauchen ihn nicht und er ist teuer. Wenn du nicht die 7 Dukaten am Tag selber auf den Tisch legen willst, dann geht er nach Hause oder wo auch immer er herkommt. Oder du sagst, wir lassen Angroschminia hier. Nein, dann können wir ihn gerne mitnehmen. Nein, die hat ja auch gute Arbeit geleistet bei Andämpfen Feuer. Also, das können wir ja auch. Siehst du, habe ich mir gedacht. Wo wir gerade aber von Handwerken sprechen. Ich bin dafür, wir lassen Fürchtepreus hier. Fürchtepreus wird vermutlich von alleine vorziehen, an Land zu bleiben. Ja, der ist ziemlich alt. Ich bin mir nicht so sicher, er erschien wild entschlossen. Damit sparen wir 7 Dukaten, die wir in den Ingrim-Geweihten stecken könnten. Ich hab lieber den Ingrim-Geweihten an Bord als diesen Preios-Pfaffen. Ich bin nicht sicher, zahlen wir an Ich muss euch doch sehr bitten. Dukaten? Oder ist er sozusagen aus eigenem Antrieb dabei? Er ist aus eigenem Antrieb. Ich denke auch, können wir ihn besser brauchen.